schauen wir es mal hoch. Ich habe General Flag auf VTC, Sir. Sir, wir sind drin und einsatzfähig. Colonel, wir haben Ihren Schlachtplan analysiert und sind ein wenig besorgt. Weshalb sind Sie denn besorgt? Die Jungs in Langley sagen, dass sich bis zu 350 Al-Qaida darauf vorbereiten, den Kampf zu uns zu tragen. Von der Wahrscheinlichkeit von HVTs in dem Gebiet gar nicht zu reden. Wenn sie es bis nach Pakistan schaffen, sind uns die Hände gebunden. Die Zahlen sind nicht korrekt, Sir. Nach unseren Informationen ist der Widerstand viel zahlreicher. Vermutlich über 1000. Nun, wenn das so ist, müssen wir umso dringlicher sofort losschlagen. Wir wollen in 24 Stunden Truppen auf dem Boden. Tier 1 AFO-Teams dringen in das Tal vor, Sir. Sie haben uns Informationen über feindliche Stellungen in den umliegenden Bergen gegeben. Das ist ein Anfang. Aber ich will die 10. Motor, die Ranger und die 187. möglichst bald im Kampfeinsatz haben. Sir, AFO kann feindliche Ziele identifizieren und zerstören. Danach schicken wir Truppen rein, um eine Flucht nach Pakistan zu verhindern. Colonel, Sie hören nicht zu. Ich sage es noch einmal ganz deutlich. Sie haben 24 Stunden, um unsere Streitkräfte in das Tal zu bringen. 24 Stunden. Sorgen Sie dafür. Ende des Gesprächs. Wie sieht's mit den AFO-Teams aus? Wolfpack müsste innerhalb einer Stunde auf Position sein. Sie reiten gerade ins Operationsgebiet. Reiten? Jawohl. Wolfpack ist gerne schnell unterwegs. Das Sea Panther nähern uns dem Versteck. Mission läuft. Roger, Panther. So, Ladies, jetzt geht's wieder weiter mit Medal of Honor. Und da mir an 1000 Kommentaren gesagt worden, ich wäre zu leise, deswegen werde ich jetzt lauter reden. Yeah! Und was kann man sagen? Ich nehme das Ganze jetzt zum zweiten Mal auf, denn ich habe letztes Mal vergessen, ja, das Headset anzuschließen. Das war ein bisschen fail. Also, das heißt, vergessen mein Headset anzuschließen. Ganz einfach. Die Headset-Strippe, also von meinem Monitor, das USB-Kabel ist rausgefallen, also rausgezogen worden, als ich das letzte Mal Blu-ray geguckt hatte, da ich den Bildschirm immer etwas vorziehe. Und ja, das war dann fail und ich habe es erst zu spät bemerkt und ich war jetzt auch schon eigentlich fast am Ende des ersten Tages. Also hier wird es ja nach Tagen aufgegliedert, das Ganze. Ja, und jetzt, wie gesagt, muss ich das nochmal spielen. Aber das macht nichts, denn das Spiel macht echt Spaß und ich spiele es auch gerne nochmal, denn es ist wirklich ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Und ich werde jetzt auch versuchen, um wirklich lauter zu reden. Und ich hoffe, das gelingt mir. Und ja. Und ich denke mal, wir werden unseren Spaß haben. Wie gesagt, es ist richtig gut gemacht, das Fahren hier, finde ich. Besonders der Mond sieht wirklich gut aus. Also es sieht wirklich realistisch aus, eigentlich, finde ich. Besonders dann der Effekt, wenn man hier mal, ja, muss sein, wenn man hier mal so durch die Dings fährt, ne? Also man sieht schon, die Entwickler können es. Also sie können echt gute Grafik machen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Spiel finde ich tausendmal besser wie Modern Warfare 1 und 2, ja, das kann man nicht anders sagen. Also das Spiel ist echt, es ist wirklich eines der besten Kriegsspiele, was es gibt. Call of Duty Black Ops, würde ich sagen, wird sowieso, ich denke mal, es wird besser, da haben manche Leute recht, das stimmt schon, weil Black Ops, ich finde Black Ops, es hat auch eine richtig coole Atmosphäre, den Vietnamkrieg finde ich immer gut, so wie Kalter Krieg, ja. Also deswegen, Black Ops wird auch ziemlich cool und ich hoffe mal, beide Spiele werden, denke ich mal, halbwegs gleich auf sein und ja, ich lasse mich da ganz überraschen, Black Ops wird sicher der Hammer, Medal of Honor ist der Hammer, das Spiel ist bis jetzt übelst geil, also richtig abwechslungsreiche Missionen, wie ich finde, ja, das kann man nicht anders sagen und das Spiel macht eigentlich nichts großartig falsch, ja. Naja, gut, dass wir noch darüber mal gesprochen haben. Moi. Wie gesagt, das Spiel hat nämlich auch übelst die geile Grafik-Engine und man kann das Spiel auch mit älteren Computern problemlos spielen, denn die Unreal Engine, die funktioniert ja fast immer überall, ja. So kann man das sagen. Yay. So, jetzt haben wir das Licht ausgemacht. Bam, jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr rummeln, theoretischerweise irgendwie. Es ruckelt wegen meiner Festplatte, weil irgendwie das. Irgendwas mit meiner Festplatte, die läuft ein bisschen zu heiß manchmal. Da muss ich jetzt mal kurz aufhören.
und eine kleine Pause basteln. Ich habe es jetzt mal kontrolliert. Meine Stimme ist jetzt nicht zu leise. Und wenn jetzt irgendeiner nochmal schreit, meine Stimme wäre zu leise. Nein, Spaß. Also jetzt müsste meine Stimme laut sein. Ich habe es auch kontrolliert. Also das dürfte kein Problem sein. Wie gesagt, ich mache das jetzt hier zum zweiten Mal, weil ich ja leider vergessen hatte, einen Ton aufzunehmen. Sonst wäre das Ganze ja ein Walkthrough gewesen, ohne Kommentar, und das wäre kein Let's Play mehr gewesen, ja. Und das wollte ich euch auch nicht zumuten, dass ihr meine schöne Stimme nicht hört, ne. Denn das Ganze macht's doch aus, meine wunderschöne, engelsgleiche Stimme. So, jetzt dürfen wir wieder Taliban schießen. Also wie gesagt, es stört echt nicht, dass das Spiel geschnitten wurde, weil es spritzt wirklich genauso viel Blut. Das Einzige, was jetzt halt anders ist, es würde jetzt der Kopf abgeflogen sein. Aber das, es stört echt nicht. Also glaubt mir das, wenn ich sage, diesmal kann man echt unberuhigt und unbehelligt zur deutschen Version greifen. Ich meine, es ist Blut drinne, das fiel und sieht auch gut aus. Und es wirkt auch realistisch, deswegen, es stört wirklich nicht, ne? Es stört wirklich nicht. Und wenn ich das sage, dann stimmt das auch, ja. Weil ich war eigentlich bis jetzt immer der so Zensur hasste bei Spielen, und ich habe mir da auch eigentlich, naja, sag mal, wie könnte man sagen? Bam! Eigentlich habe ich mich da immer dran gestört, dass Spiele zensiert werden, aber ich meine, solange hier Blut spritzt und keine Ahnung, Blutlachen und so ein Scheiß, ich meine, anders sieht es in der anderen Version auch nicht aus, deswegen stört das jetzt nicht wirklich. Nur, dass wir es mal angesprochen haben. Wie gesagt, es spritzt genauso viel Blut wie in der ungeschnittenen. Nur halt, dass keine Körperteile fliegen. Yay. Also wie gesagt, es stört wirklich nicht. Und da könnt ihr mir das glauben. Wer jetzt natürlich wirklich sagt, yo, ich brauche den Scheiß. Ah, ich treffe ja wieder voll. Wer jetzt wirklich sagt, ich brauche den Scheiß, der muss dann halt zur ungeschnittenen österreichischen Version, glaube ich, greifen. Wie gesagt, die ist halt, also ich habe es mir halt nur gekauft, weil es nur 30 Euro Mediamarkt gekostet hat, deswegen hat es auch richtig gelohnt. Und ich denke mal, die 20 Euro kann man echt sparen, denn ich will mir auch noch Call of Duty Black Ops kaufen, das hätte ich mir sonst nicht leisten können, wenn ich mir das Melafon ungeschnitten für 50 Euro gekauft hätte, deswegen, naja. Jetzt versteht es hoffentlich. Und man kann mit dem Spiel echt nichts verkehrt machen. Es ist wirklich richtig gut. Die Grafik ist top. Das Gameplay ist top. Der Sound ist top. Ist eigentlich alles top, ne? Und ja. Und ich hoffe, meine Stimme ist jetzt echt nicht zu leise, weil ich habe es eigentlich kontrolliert. Sie ist eigentlich laut genug. Und ich rede jetzt auch so laut, dass wir uns auch verstehen können, ne? Und auch deutlich, ja, weil manchmal rede ich ja echt ein bisschen nuschelig. Das muss ich zugeben. Gut, jetzt hören wir erstmal zu, was die Leute labern hier. Jo. Also ganz ehrlich, dieser Effekt ist so faszinierend, finde ich. Also ich mag das richtig. Also wenn ein Spiel so einen Effekt hat, dann ist es schon mal eines der besseren Spiele. Vor allem, weil es auch so verdammt gut aussieht. Also das Spiel ist echt Hammer. Das Spiel gefällt mir einfach, das kann man nicht anders sagen. Das ist echt top gemacht. Und da kann jetzt irgendjemand sowas sagen, Modern Warfare ist besser. Stimmt nicht, Modern Warfare ist eigentlich im Vergleich zu dem Spiel langweilig, muss man echt sagen. Es hat spannende Einsätze hier im Medal of Honor und eine bessere Grafik in allen Punkten und besseres Gameplay, ja. Das Einzige, was an Modern Warfare besser ist, ist halt der Multiplayer-Modus. Je nachdem, auf was man steht, ob man jetzt auf schnelle Schlachten steht oder mehr auf so etwas langsamere. ja, je nachdem muss man das halt wissen. Aber der Multiplayer-Modus ist auch gut. Ich habe ihn letztes Mal angespielt.
Ja, wer mich im Multiplayer-Modus adden will, ich heiße da Tom zu mir. Wer hätte das gedacht? Ich sage also Tom zu mir, falls ihr mich adden wollt, ich nehme eure Freundschaftseinladung gerne an. Und dann können wir mal zusammen eine Runde spielen. Denn ich spiele es manchmal, wenn ich mal wieder Freizeit habe, hier vom harten Arbeiten für YouTube, ne? Wow. Und ja, wie gesagt, Tom zu mir, kann mich adden. Ich nehme jede Freundschaftseinladung an und dann geht's voll los und naja, Standard halt, ne? Und was muss man sagen, das Spiel braucht mehr Leistung im Multiplayer als im Singleplayer. Liegt daran, dass die Frostbite Engine mehr Leistung braucht als die Unreal Engine. Ist ein bisschen zum Nachteil, finde ich, denn die Entwickler also die DICE-Entwickler, die den Multiplayer gemacht haben, hätten eigentlich auf die Unreal Engine zugreifen können, denn die läuft flüssiger. Und ich denke mal, da wird es auch vom Serverablauf und so bisschen besser laufen, weil. Ich muss die Grafik ganz ehrlich ein bisschen runterdrehen beim Multiplayer, sonst hätte das übelst geruckelt. Ohne aufzunehmen, das muss man sagen. Also das heißt übelst geruckelt, es ruckelt schon manchmal. Das ist halt. Es ist halt ein bisschen. Ja, die Frostbite Engine ist halt leistungsintensiv, ne? Ist halt der Vorteil zu Konsolen, ne, dass bei Konsolen nichts ruckeln kann. Aber na gut. Und die Waffe ist so richtig geil, ne? Da weiß man richtig, dass man Power hat. So, kann man mich hier mit Umschalttaste die Dings anziehen und dann kann man voll BAM. Also es ist wirklich. Also man merkt, dass die Waffe halt Power hat, ne? Mach ich doch gerne. Huhu, Biatch! Just got owned. Und ihr könnt auch in verschiedenen Sicht wechseln. Wow. Yay. Jetzt läuft hier noch irgendwann hoch, das weiß ich noch. Haha, was ein Noob. Also wirklich ein cooles Gewehr. Ne? Na, dann tu es wieder drauf. Ja, fein. Und here we go. Yay. So wie gesagt, zum Thema Multiplayer. Man bräuchte echt, also die Unreal Engine wäre da besser gewesen. Auch vom Leistungs her. Und dann hätte man einen geringeren Ping. Ja, man braucht echt Leistung für Multiplayer. Ist ein bisschen schade, finde ich. Denn der Multiplayer ist wirklich richtig gut gemacht und wirklich richtig coole Levels. Und macht eigentlich richtig Spaß, das zu spielen. Also das kann man nicht anders betonen. Also das Spiel macht generell richtig Spaß. Abwechslungsreiche Multiplayer, abwechslungsreiche Singleplayer-Kampagne. Abwechslungsreich im Multiplayer. Und ja, ausgewogene Klassen. Ja, ich meine, was will man mehr, ne? Also wie gesagt, das Spiel macht echt really, really funny shit. You know what I mean? Ja, du. Rückst vor. So, und da ich jetzt mich ja mal in Kurzform jetzt wiederholt habe, was ich all die Jahre in den anderen Parts gesagt habe, ja. Hoffentlich wisst ihr Bescheid, ja, wie ich über das Spiel denke. Also wie gesagt, richtig cool. Very, very. Also ich kann es nicht anders sagen, die Grafik fasziniert mich auch übelst geil, weil es sieht eigentlich so richtig realistisch aus. Auch mit dem Schatten und so. Dann mit den Sonnenstrahleneffekten und den Mondeffekten da, diese Strahlen. Achso, die darf ich ausschalten. Ja, ich bin auch schon dabei. Und wir spielen auch bis jetzt drei Soldaten. Also wir spielen einmal Deuce, Rabbit und dann noch so einen anderen. Ich glaube Adams heißt er. In so einer Voll-Offensivschlacht. Also, das Spiel hat echt Abwechslung, finde ich. Und es macht richtig Spaß. Und die Effekte sehen wirklich gut aus. Also, ich kann es nicht anders sagen. Das Spiel ist echt top. Und pwnt Modern Warfare in allen Punkten, ja. Und vor allem ist es ja nach einer wahren Geschichte, sozusagen.